Hallo Leute, nachdem ich euch schon viele Methoden vorgestellt habe, wie ihr euch Bitcoins verdienen könnt, habe ich nun eine weitere Methode, die dieses Mal über das Smartphone funktioniert. Heute geht es um die App BitMaker. Damit könnt ihr euch relativ einfach ein paar Satoshis verdienen. Ist zwar jetzt nicht so sonderlich viel, ihr kriegt 500 Satoshis alle 30 Minuten. Kurze Erklärung, wie funktioniert die App? Ihr schaut euch Werbung an alle 30 Minuten oder klickt Werbung weg. Das könnte entweder ein Video sein oder eine kurze Werbeeinblendung. Und dann ja, erhaltet ihr dafür 500 Satoshi. Ihr kriegt sozusagen einen Teil der Werbegelder in Form von Bitcoins erstattet. Wofür ihr euch jetzt genau die ganzen Bitcoins verdienen solltet, werde ich euch noch in den nächsten Videos zeigen, weil dann zeige ich euch, wie ihr die anlegen könnt und vermehren könnt. Jetzt hier auf dem Smartphone könnt ihr zwar nicht ganz so viel verdienen wie bei den anderen Apps, aber ich sag mal so, es ist halt recht easy und es ist auch recht schnell weggeklickt und dafür ist das ganz gut. Schauen wir uns kurz die App im Allgemeinen an. Wir kriegen hier unser Guthaben angezeigt, was wir gerade drauf haben, 1000 Satoshi. Ein Satoshi ist die kleinste Einheit, in die man einen Bitcoin einteilen kann. Das ist also die achte Nachkommastelle. Da wird uns die Zeit angezeigt, wie lange es noch dauert, bis wir die nächste Werbung sehen können und um uns die nächsten 500 Satoshi zu verdienen. Wenn wir hier auf Withdraw gehen, können wir unsere Satoshis uns auszahlen lassen. Das geht ab 5500. Wie ihr gleich ein Startguthaben bekommt, werde ich euch jetzt auch noch zeigen gleich. So, das sind wir jetzt durchgegangen. Nachdem ihr im Übrigen die App installiert habt, müsst ihr entweder einen Account erstellen oder ihr geht einfach so vor. Einen Account zu erstellen macht natürlich Sinn, wenn ihr euer Handy öfter mal wechselt. Ja, sonst ist das natürlich alles weg, was ihr drauf hattet und nicht ausgezahlt habt. So, gehen wir kurz die Einstellungen durch. Wir können hier natürlich auch noch ein bisschen mehr Geld verdienen, indem wir hier so ein paar, ja, bei Gewinnspielen zum Beispiel mitmachen oder uns SIM-Karten, kostenlose SIM-Karten bestellen oder, ja, uns eine App runterladen oder sonstiges. So könnt ihr euch noch ein bisschen mehr dazu verdienen, wenn ihr sagt, ja, 500 ist ein bisschen wenig in einer halben Stunde, ich würde gerne ein bisschen mehr verdienen, dann könnt ihr das hier durch solche Angebote noch machen. Bei Browser Games nennt sich das einfach Sponsor Pay, hier ist es sozusagen dasselbe. Nur in grün. Auf dem Punkt History könnt ihr eure letzten Auszahlungen sehen. Dann könnt ihr einfach mal checken, alle wie viele Tage ihr euch da was auszahlen lasst. In dem Punkt Einstellungen könnt ihr unter anderem eure Bitcoin Wallet Adresse eingeben. Wie ihr euch die erstellt, habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Schaut einfach mal in meiner Krypto Playlist. Unter anderem könnt ihr hier noch einstellen, ob ihr benachrichtigt werden wollt, also jede halbe Stunde. So, ob das vibrieren soll, ob das einen Ton von sich geben soll, könnt ihr noch den Nachtmodus einstellen oder euch ausloggen. Der letzte für dieses Video relevante Punkt nennt sich Invite Friends. Da könnt ihr einfach eure Freunde zu dieser App einladen und mit diesem Referral Code bekommt ihr 5000 Satoshi und euer Freund kriegt auch das als Startguthaben. Und da sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen. Wenn ihr diesen Referral Code verwendet, dann startet ihr gleich bei 5000 Satoshi und sagt mir gleich, danke für das Video, danke, dass du mir die App gezeigt hast. Hier hast du mal 5000 Satoshi und ja, als Dankeschön sozusagen. Dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Jetzt mal wieder so ein Krypto-Video, dachte ich mir, habe ich ja lange keins gemacht. Als nächstes kommt dann auch wieder das Review zu dem Bildschirm, was ihr halt alles sehen wolltet. Ich versuche da immer eine ganz gute Mischung zu finden. Wenn ihr mehr Videos von einer bestimmten Sorte Videos sehen möchtet, dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ihr seid nur Abonnent, um PC-Videos zu sehen oder nur um Krypto-Videos zu sehen, dann schreibt mir das einfach am besten mal in die Kommentare. Und dann weiß ich, in welchem Verhältnis ich die Videos machen soll. Vielleicht Krypto-Videos dann alle 2 Wochen oder dieses Video, diese Art von Video jede Woche oder ja, wie ihr das dann dementsprechend
mögt. Vielleicht muss ich dann auch zwei Videos in der Woche machen, weil ihr sagt, die einen sagen, das möchte ich gern jede Woche sehen und wieder andere sagen, das möchte ich gern jede Woche sehen. Je nachdem, wie es da meine Zeit zulässt, versuche ich da natürlich jedem meiner Abonnenten gerecht zu werden. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare und natürlich auch eure Meinung zu der App und ob ihr sie jetzt benutzen werdet oder ob ihr sagt, das ist mir zu wenig. Ansonsten würde ich mich natürlich über eine Bewertung des Videos freuen, egal ob mit Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Wenn ihr einen Daumen nach unten vergebt, wäre es natürlich schön zu schreiben, warum ihr diesen vergebt, damit ich demnächst meine Videos besser machen kann, damit ich euch auch überzeugen kann. Ansonsten dürft ihr auch gerne auf Abonnieren klicken, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao. Das Video hat dir gefallen und oder du möchtest mich und meine zukünftigen Videos unterstützen? Dann schau dir doch einfach mal in Ruhe meine Vorschläge an. Alle wichtigen Links gibt es auch in der Beschreibung. Vielen Dank.